Ja, wie schon letzte Woche Donnerstag, spielen wir heute weiter Terranigma in unserer Rubrik Snacks. Wir spielen Super Nintendo, also SNES Klassiker. Heute auch mal Snacks mit Snacks, denn wir wissen ja, das Beste, was Streamer machen können, ist essen. On Stream. Jo, dann geht's endlich los. Jetzt geht's los. Ja, mit dem Layout, das habe ich auch noch nicht hingekriegt, wie man das jetzt irgendwie gut übersetzen kann. Vielleicht so? Ja, aber da kneistert er es auch noch ein bisschen ein hier, ne? Ja, so macht das halt auch nicht viel größer, ne? Jo. So sehe ich bei mir halt gar nichts mehr. Ja, gehen wir auf den Fullscreen. Müssen wir das nächste Mal mit dem. Oh, warte mal. Hallo Mars, willkommen am Stream. Hallo. Krieg mir hier sogar noch was geliefert. Perfekt. Beste. Snarler, Stream Terra Enigma. Stream Elements. Alter! Nice, ist das jetzt so ein Werbungsding? Verifizierter Moderator, ich werde wahnsinnig. Ja. Ich würde einmal ganz kurz nochmal schnell gucken. Kann man nicht dann irgendwie. Genau, Hintergrundbild. Hier. Man nicht einfach nur einen schwarzen Hintergrund machen? Gut, mache ich alles. Mache ich alles zunächst mal fertig. Jetzt wollen wir ja weiterspielen. Wir wollen ja alle sehen, wie es weitergeht. Wir haben ja letztes Mal schon die Oberwelt, also die Kontinente aus dem Meer befreit. Wir haben als nächstes die Pflanzen befreit, mit denen wir jetzt reden können. Und jetzt geht es weiter und wir werden mal sehen, was wir als nächstes befreien können. Wollen jetzt mal hoffen, dass der Controller funktioniert, weil der hat in letzter Zeit ein bisschen Faxen gemacht, wenn es darum geht, das von mir natürlich im Besitz befindende Super Nintendo-Spiel zu spielen. So, rennen, springen, angreifen können wir jetzt nicht. Wir müssen hier mit irgendwie snacken, glaube ich. Er sah die Entwicklung des Lebens, bevor die Menschen kamen. Der Sonnenbaum möchte dich sprechen. Geh zu ihm. So, was los? Endlich kommst du, Captain. Ich bin der Ursprung aller Pflanzen des Sonnenlands. Tief im Inneren der Erde warte ich seit geraumer Zeit auf deine Ankunft. I am Groot. Upsa, muss ja hier im Chat auch alle sehen. Die Lebewesen der Oberfläche sind noch immer im Schlaf gefangen. Captain, du musst diese Welt durchwandern. Höre auf die Lebewesen. Pflanzen zeigen dir den Pfad, den du gehen musst. Hier ist ein Geschenk für dich. Es wird dir Heilung bringen. Nice. Den ersten großen Zauber gekriegt. Wir müssen ja eigentlich für Onstream mal, wie gesagt, ich benutze die halt normalerweise in meinen Playthroughs nicht, weil ich finde, mit Durchboxen kommt man hier ein bisschen besser klar. Genau, hier und dann hier ist dieses Menü halt für die. Genau, für diese großen Zauber, Flora-Zauber. Da wird es später dann auch nochmal ein bisschen mehr geben. So. Und raus aus der Kiste, wir wollen jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Zackabums. So, gespeichert haben wir auch schon vorhin. Jetzt mal. Genau. Schwimmen können wir jetzt auch. Großer Vorteil, großer Vorteil. Hier unten war die Seele, von der wir ein bisschen was kaufen konnten, aber ich glaube auch nur Sturm- und Feuerring. Und wie gesagt, einmal zum Besitzen habe ich gesagt, mache ich das. So, hier war der Spalt, wo wir rausgekommen sind. Hier kommt, glaube ich, später was hin. Mal kurz die Karte ablaufen, nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Hier, das sieht doch so aus. Nee. Nochmal da oben, weil, wie gesagt, manche Orte sind halt so mit dem, ich sag mal, bloßen Auge nicht zu erkennen, beziehungsweise zeichnen sich dann dadurch aus, dass wie in so einem Waldgebiet zwei Bäume so stehen, wie zum Beispiel, wie ihr es da vorne vielleicht seht, so links oben von uns, dieses kleine Waldstückchen, das so einzeln steht. Das kann dann halt so ein Secret-Ort sein. Oder halt wie hier, dass wir halt hier durch können. Hier hätten wir nicht hinkommen, denn jetzt sind erst die Pflanzen wieder da. Du wirst noch nie mehr alleine sein. Wir werden immer bei dir sein. Auch ein bisschen creepy, aber wir wollen uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zur Hilfe eilen. Vor dir liegt das einstige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Ja, hier werden Tiere und Vögel noch getrennt. Die Tiere, die an der Erde wandern und die, die oben laufen. Wassertiere gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Ja, Kaktus, verrate mir. Krieger im Norden, dort wird deine Hilfe gebraucht. Der schlaue Kaktus, thank you. So, let's go. Du alter Klettermax. Ja, sicher. Muss ja auch weiterkommen, ne? Ich sage ja immer, Stillstand ist Rückstand. So, das ist zum Beispiel dieses kleine Stückchen Erde hier. Sieht super verdächtig aus. Gehen wir direkt hin. So, angreifen können wir auch wieder. Sonnenspeer haben wir, glaube ich, aktuell. Ja, nur noch Heilkram. Ein paar Goldbarren. Heutzutage auch nur 378 Taler wert. So. Du kannst ja mal gucken, Lickedela, du kannst ja mal gucken, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wenn du den Follow entfernst und dann wieder raufsetzt, ob dann die Animation noch kommt. Wenn du so lieb wärst, könntest du das ja gerne mal testen. Okay. Okay, hier können wir auch noch nicht hin. So. Keine Animation, gar nichts? Ah, schade, dann geht es wahrscheinlich nur beim ersten Mal, ne? Oder es kann sein, dass dieses neue Tool, was ich mir da jetzt drauf geklatscht habe, dass das vielleicht, das jetzt vielleicht verhindert und neue Aktionen draufsetzt oder so? Ah, da muss ich. Ja. Da war's, oder? Hier! So, wir gucken nochmal eben ganz schnell. Nicht, dass ich den Fehler wie letztes Mal mache. Nee, es wird immer noch auf Mono gesetzt. Ah, okay. Alright, let's go. Direkt on-stream gekleckert, richtig gut. Ich glaube, ich würde mir hier nochmal ein paar Zauber kaufen. Na, Heilkram haben wir alles, was willst du? Welch eine Tragik, Captain. Eins war dieses Land ein Vogelparadies, hörst du das? Die Schreie der Vögel vom Trauerfelsen im Norden des Landes. Jemand hat ihnen die Lebensquelle geraubt. Seit Jahren warte ich auf ihre Rückkehr. Damit sie dich fressen, oder was? Feuerring haben wir. Was ist das? Orkanring. Diesen komischen Vogelzauber. Naja, einmal muss ich eigentlich im Prinzip immer doppelt kaufen. Einmal zeigen, einmal durchziehen. Hallo Diddy, huhu. Gerade eben schon im Stream zu sehen gewesen. So. Und mal hier steht nochmal so ein einzelnes Bäumchen. Das sieht auch sehr verdächtig aus, aber ist diesmal keine Secret Area. Ja, in dem Fall legen wir doch mal los. Das Grey Cliff. Ein bisschen Speedrun Strategies. Ein bisschen schneller Gretchen. Ja, Gott. Ja, den werden wir jetzt, glaube ich, relativ wenig abziehen. Aber das kommt noch. Ich nehme alles zurück. Normalerweise lauern die, glaube ich, viel länger. Aber wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen gelevelt und ein bisschen geguckt, dass wir ein bisschen weiter rankommen hier. Eieiei. Wir müssen ja weiterkommen, weil man kriegt auch immer für jede Area, ja, ja, heute, also auf jeden Fall bis 19 Uhr wird er ziemlich mutig sein, weil da unser Moderator, wie sagt man, der ist gerade, glaube ich, auf Konferenz. Deswegen wird jetzt das Feuerwerk zwischen 18 und 19 Uhr gezündet. So, komm. Kipp um. Genau, und in jeder Area gibt es quasi auch immer eine Sonderwaffe. Also, in dem Fall. Oh, gut versteckt. Kommen wir da schon ran? Ne, siehst du? Da müssen wir dann von der anderen Seite nochmal hin. Ja, die hat einfach das Killen auf die Dings erleichtert. Okay. Also gestunt werden die nicht. Ein bisschen Kohle brauchen wir immer. Kommen wir hier raus? Warte mal, wir sind. Wo? Wir sind da unten noch reingekommen, oder nicht?
oben kommen wir jetzt auch schon nicht weiter. Das ist ja verzwickt jetzt, wa? Müssen wir mal kicken, was hier läuft. So, hier kommen wir nicht hin. Aber hä? Geil. Gleich wieder drin. Hab mich auch mega auf den Stream schon die ganze Zeit gefreut. Und gleich am Anfang am Struggeln. Na. Aber ich muss euch nochmal überlegen, ob ich mir die Buttons umsetze. Ja, irgendwie. Ist diese Stichattacke halt schon relativ wichtig. Aber. Irgendwie ist das Umgreifen auf dem Pad gar nicht so einfach. Obwohl, vielleicht kommen wir jetzt mal hier. Nee, da kommen wir auch nicht rüber. Nee, da müssen wir eigentlich oben lang. Aber da kommen wir dann bestimmt noch mal anders raus irgendwie. Ja, eben. Das ist halt in der Form ist das langweilig, du. Aber ich glaube, wir müssen da oben durch. Ich glaube aber auch, dass der. Dass wir da ein bisschen drauf hacken müssen. Das kann sein. Eigentlich müsste, wenn ich mich recht entsinne. Ah, alles klar. Okay. Ja. Ich wollte nämlich sagen, der bewegt sich nämlich eigentlich. Das hatte ich nämlich auch noch in Erinnerung. So, klippen wir da mal ein bisschen durch. Und nicht mal Damage Boost, denn wir haben ja, wie ich gelernt habe, Invincibility Frames. Wird auch noch wichtig für uns, wenn es zu den Speedruns geht. Und dann auch mal gucken wollen ab nächster Woche, ob das vielleicht irgendwie interessant ist. Beziehungsweise ob ich da weiterkomme. So. Let's go. Ja, es ist ein bisschen hier durchprügeln. Wie gesagt, ich finde halt auch so, dass der spannendste Teil kommt dann erst ein bisschen später. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilen. Aber. Genau, wir fangen jetzt ja an, so ein bisschen alles wieder zu erwecken, was so auf der Erde kreucht und fleucht. Es ist so ein bisschen so eine neu interpretierte. Oh, shit, jetzt nicht aufgepasst. So ein bisschen eine neu interpretierte Schöpfungsgeschichte. Geht ja auch so ein bisschen dann um eine Gottheit und keine Ahnung was. So. So, wir müssen mal gucken. Junge, wallah, was ist los mit dir? Wird einfach mal in der Luft weggegrätscht. Genau, jetzt erstmal zurechtfinden. Ich ja letztes Mal schon überraschenderweise herausgefunden habe, nach, was habe ich gesagt, 24 Jahre des Spielens, dass es hier tatsächlich auch eine Karte gibt. Bin ich aber auch, glaube ich, zu weit weg davon, um die irgendwie zu nutzen, als dass es jetzt irgendwie sinnig wäre. Wir bleiben einfach mal dabei. Der Chat kann sich ja immer wieder gerne eintrinken. Grazie! Anime Manchi. Ja, es ist der Klassiker. Es ist. Dieses Spiel ist. Also, ihr werdet es auf Dauer merken. Für den einen ist es natürlich dann nicht ganz so interessant, der jetzt nicht so viel mit der Grafik oder mit. Was weiß ich, mit SNES-Grafik anfangen kann. Ich bin ja großer Fan davon. Gerade so diese. Weiß nicht, alles, was so 16-Bit ist. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ich meine, SNES war 16-Bit. Genau. Ups, da. Wer damit nichts anfangen kann, oder mit generell, so mit JRPGs, oder wird es, glaube ich, auch schwer sein, da reinzufinden. Wie gesagt, ich bin großer Fan, ich habe einfach schon immer Bock drauf gehabt. Bin auch groß geworden mit Titeln wie zum Beispiel, die ich später auch noch zocken möchte, wenn das alles funktioniert. Vielleicht kennst du ein oder andere, Secret of Evermore. Secret of Mana kennen natürlich immer noch mega viele. Das habe ich damals mit meinen Geschwistern gezockt. Tatsächlich noch mit so einem Boomerang-Aufsatz für den Super Nintendo. Das ist einfach unfassbar gute Spiele. Und der hat viel Spaß gemacht, damals wie heute. Ich habe mit meiner Freundin letztens auch, was heißt letztens vor ein paar Monaten, Secret of Mana mal angefangen tatsächlich und ihr das mal gezeigt. Wir sind auch, glaube ich, relativ weit gekommen. Wir müssen mal gucken. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden hier. So.
Sind noch relativ weit gekommen. Mana Koop macht auf jeden Fall richtig Spaß, finde ich auch. Also das Einzige, was halt ein bisschen veraltet ist und heutzutage wahrscheinlich einfach nicht mehr so funktionieren würde, ist halt so dieses System, dass jeder im Prinzip, dass man halt immer das ganze Spiel, oh Gott, Konzentration, Yannick. Dass man das Spiel halt immer pausieren muss, wenn irgendjemand in die, wenn irgendjemand ins Menü geht. Das macht das Zaubern. Nice. Das unterbricht immer so ein bisschen den Spielfluss. Und früher war es halt natürlich auch so, dass meine Geschwister sich die beiden Zauberinnen oder den Kobold und die Prinzessin genommen haben. Und ich dann immer den Jungen spielen musste. Und ich fand es auch immer ganz nice, mit dem rumzurennen und halt irgendwie Leute wegzuschnetzeln und sowas. Aber letztendlich habe ich die meiste Zeit im Spiel damit verbracht, einfach nur die Waffe aufzuladen, mit dieser aufgeladenen Waffe rumzurennen, während meine Geschwister sich gegenseitig das Zaubermenü um die Ohren gehauen haben. Und halt immer wieder das Spiel abgebrochen ist. Aber die Story, die Musik, es ist ein unfassbar schönes Spiel. Ah, gedacht, auch Secret of Evermore als Singleplayer immer wieder zu empfehlen. So, ganz kurz, jetzt haben wir den Granitspeer, zerschmettert auch massive Felsen. Das heißt, wir kommen jetzt auch einigermaßen so weiter. Und natürlich auch die Felsenmonster werden jetzt ein bisschen einfacher. Und natürlich dann auch, um auf die Klassiker zurückzukommen, sowas wie Illusion of Time. Auch super nice Spiel. Ja, die ganze Ära. Ich weiß nicht, meine Geschwister hatten sich damals richtig noch diese fetten Boxen geholt, wo noch der Spieleberater mit dabei ist. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch hier einen rumliegen davon. Ja, Abgang jetzt. Genau. Und da muss man halt echt gucken. Das ist auch absolut mein Ding. Könnte ich auch, glaube ich. Ich glaube, es gibt wenig JRPG. Ja, die Big Box. Auf jeden Fall. Mit Spieleberater, mit allem drum und dran, wo man sich noch ausgucken konnte, welche Waffe am besten ist, wo man am besten die Rüstung farmt. Naja, weil Internet hatten wir ja damals nicht, ne? Hatten wir ja alles nicht. Musste entweder über Mundpropaganda wie bei den Pokémon-Cheats. Sprich, der Missing Number Code und sowas. Walla, was ist los mit dir? So, hier kommen wir nicht weiter, aber hier kommen wir bestimmt runter, oder? Nee. Gut, schade. Aber hier kommen wir rüber. So. Na, komm her. Jetzt stelle ich mich aber auch echt an wie der erste Mensch, Alter. So. Kleines Speedrun-Line-Up hier gemacht. Gut. Hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir hier rüber? Ne. So, lala. So. Käse-Snacken hier. Wie gesagt, und jetzt zum Zuschauen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so die ersten Szenen nicht ganz so spannend sind, so du hast noch nicht ganz so viel Interaktion. Man lernt jetzt erst so nach und nach die Charaktere kennen. Und wie gesagt, wenn es später dann dazu kommt, dass wir die Menschen wieder erweckt haben, dann finde ich persönlich, geht dieses Spiel erst wirklich los. Also vorher ist es halt so ein bisschen durchgedüdeln, ein bisschen aufleveln, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und dann später haben wir dann auf jeden Fall die richtig coolen Interaktionen, die Spaß machen. Na? Na? Komm her! So. Bisschen Movement lernen für die Speedrun-Zeiten. So, let's go. Jetzt haben wir hier die Ninja-Schildkröten. Man muss halt auch gucken, ne? Also wie gesagt, ich kann schon verstehen. Wenn das hier nicht für jeden was ist, so ich meine jetzt aktuell sind ja auch ganz andere Banger irgendwie auf Twitch aktiv. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade, genau, wir haben jetzt gerade erstmal so an der Oberfläche gekratzt. So, jetzt gibt es den großen Abgang.
Wir wollen einfach straight runter. Wollten wir natürlich nicht. So. Aber ich finde halt, wie gesagt, das ist halt schön gebalanced, so was halt die Länge der Dungeons angeht. Der Schwierigkeitsgrad zieht ganz entspannt an. Wie gesagt, das hatte ich letztes Mal schon erklärt. Es gibt so die ein oder andere, wie sagt man, Grindphase. So, wir können mal kurz gucken, wie lange wir noch für ein Level brauchen, ob wir dann heilen müssen oder nicht. Nee, alle? Klar. Ab in die Biblio. Hm. 3949. Mal sehen, was du uns bringst. War das jetzt 16? Nee. Da hat jetzt wirklich gar keiner Bock drauf. Was habe ich gerade gesagt? Ich will als erstes nach rechts. What? Nee, will ich nicht, weil dann komme ich ja wieder links raus. Ja, herzlich willkommen beim Fallsimulator. Ich bin auf jeden Fall richtig gut da drin. Gerade ausfallen ist mein Ding. Dann probieren wir jetzt mal nach links. Yes, sir. Das wollen wir noch sehen. Mhm. War aber, glaube ich, jetzt auch nicht wieder ganz richtig. Nur um eine Heilknolle zu finden. Yay. Yeah. So, where are we now? Kommen wir von hier aus nochmal hoch? Ja, aber nicht mehr so, wie wir wollen. Let's go. Na gut. Lassen wir uns nicht stressen. Wir haben heute wieder 2 Stunden Zeit. Ganz entspannt hier mal ein bisschen durchzudrücken. So. Hier kommen wir auch nicht lang. Wenn wir, glaube ich, so ein bisschen Miniboss-mäßig uns hier durchdüdeln. Klar, Homing. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt ja die Granitlanze haben, kommen wir einigermaßen gechippt hier durch. Ach, come on, Alter. Na komm. Gleich mal ein Crit obendrauf. Trifft der mich da echt noch? Na gut, komm mal. So, hat uns das irgendwas gebracht? Ich vermute nicht. Dann soll es einfach nur aufhalten und den Dungeon ein bisschen länger machen. Soll es auch geben, ist aber auch in Ordnung. Okay. Yes. Level up, das wollten wir haben. Wenn wir nämlich einmal kurz voll geheilt, müssen wir nichts benutzen. Wenn wir nicht. Oh. Hm. Wieder eine neue Erkenntnis gewonnen. Nicer, dicer. Nun. Was heilt die? 50? 70? 70, okay. Nun denn. Nageln wir die einfach weg. Wir haben jetzt ja echt. Wir sollten jetzt stärkemäßig absolut kein Problem mehr hier haben mit den Leuten. Kann jetzt einen kleinen Rush hier machen. Oh. Kümmern wir uns gleich drum. Ah, yes. Wir haben einfach mal die Greifenklaue gefunden. Moin. Endless Crow, was geht? Bro. Greifenklaue ist jetzt auch wieder so ein Perma-Item. Was wir jetzt nicht unbedingt ausrüsten müssen, sondern. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt letztes Mal. Hier unten. Aber einmal. Ja, Mann. Ja, meiner auch. Genau, einmal hier die Zauberschatulle, in der wir ja im Prinzip sind. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die als Item nochmal auftaucht. Die Riesenblätter zum Schwimmen und jetzt haben wir die Greifenklaue, um an folgenden Wänden hochzukraxeln. So.
Was uns jetzt natürlich in diesem Dungeon wieder etliche Möglichkeiten ergibt. Ich glaube aber auch tatsächlich... Amena, Alter. So. Genau. Und jetzt sind uns ein paar neue Möglichkeiten offen hier. Tatsächlich kann ich mich gar nicht so sehr dran erinnern. Es wird jetzt am Anfang ein bisschen genutzt. Ja. Diese Qualität. Danke fürs Followen auf jeden Fall. Nee, ich hab, ich meine, ich hab, mehr als zwei gibt's aber nicht, oder? Ich hab Mu und, Polynesien habe ich, glaube ich, zurückgeholt. Also kann man natürlich am Ende noch, glaube ich, ganz am Ende kannst du es, glaube ich, sogar noch nachholen. Aber, oh, auch richtig gut. Ja, sind die zwei, ne? Ja, genau, habe ich nämlich auch noch im Hinterkopf. Ja, genau, die beiden haben wir gemacht. Sind wir extra sogar noch zurückgegangen. Ah, nee, da wollte ich ja gar nicht hin. Ja, genau, ich habe auch schon angekündigt. So, wenn, wie gesagt, wenn die Menschen da sind, dann wird's spannend. So richtig spannend. Obwohl man jetzt halt auch schon Charaktere und Leute trifft, die wir später dann auch nochmal wiedersehen werden. Ja. Und jetzt heißt es... Climb. Oh. Gucken, habe ich hier irgendwann meine Fugen abzuwischen? Nee, gut. Drauf geschieße. So. So einen kleinen Crazy Cheese. Ach, Mann, ey. Ja, ne? 96 oder wann kam das raus? Habe ich schon. Aber auch mit eines der besten. Also, wie gesagt, wir. Vor allen Dingen Mucke, es wird nachher, was heißt nachher, aber es wird später noch eine Umgebung geben. Nelasa ist, glaube ich, die Hauptstadt. Oh, Endless Crow, weißt du noch, wie die Stadt Heiling suchen muss? Irgendwas? Luta? Nein. Ja, mit Anfang 30 wird das Gedächtnis auch ein bisschen schwächer. Wird es ein bisschen schwieriger, sich an solche Sachen zu erinnern, aber... Luran? Heißt es so? Ah, ich krieg's auch nicht mehr ganz auf der Kette, aber auf jeden Fall wird es später noch eine Stadt geben, die, wie ich finde, oder die mich damals mehr oder weniger wie heute einfach immer noch erzittern lässt. So, natürlich habe ich heutzutage keinen Schiss mehr davor, ist klar, aber... wenn ich die Musik heute höre, weiß ich nicht, da geht so ein... da kennst du ja mein Leid. genau, und wenn ich das heute noch höre, dann, wie gesagt, dann kriege ich keine Angst, aber dann kriege ich so ein... Oh, so ein ganz mulmigen. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, als ob die Erinnerung von damals so ein bisschen zurückkommt. Aber auch, wie gesagt, und ich finde das immer sehr geil, wenn ein Spiel mit im Prinzip so wenig Möglichkeiten grafisch und ja eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, auch soundmäßig. Alter, die X-Faktor-Folge mit den roten Augen, ne? Alter, bis heute, ich würde es mir auch nie, wir haben, wann war das, vor 3 Jahren mit meinen Mitbewohnern, haben wir uns nochmal wieder so ein paar X-Faktor-Folgen angeguckt. Die mit den roten Augen, die Folge, Alter, die kann ich mir heute nicht angucken, die immer noch nicht. Die Augen im Spiegel, war das die Augen im Spiegel, war das das mit dem Hund dann nachher? Oder ist das auch die mit den roten? Weil ich weiß immer nur noch die Szene in der Küche da unten und die reicht mir halt auch, beziehungsweise wo... Diejenige, welche dann irgendwann die Tür halt zumacht, bevor sie das Kind ins Bett bringt. Oh oh. Oh Gott, wie geht er denn noch? Warte mal, nach oben und unten können wir... Nee, nach oben können wir raus. Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Speedrun-Strategien. Naja, jetzt kommt der andere... Vogel. Ich kack dir in dein Nest, Junge. Nee, macht der schon. Ach komm. Oh nein, ich wurde von Code getroffen.
Wäre aber gleich wild hier. Hier gibt's bestimmt einen Trick, Alter. What? Nur die Szene, ja, die Perry Peeps. Ja, ey, Servus Saulinus. Captain, lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Schöpfungsgeschichte. Ja, auf jeden Fall. Genau, der Hund. Nee, der Hund hatte glaube ich, die gelben Augen, oder nicht? War das nicht der im Intro? Ja, die Kackvögel, Alter. Jetzt wird's wieder richtig widerlich. In Spiegeln. Ich weiß nicht, welche war noch so heavy. Also die mit den roten Augen, die hat mich bis heute, glaube ich, geschädigt. Die hat mich bis heute geschädigt. Da komme ich auch überhaupt nicht mehr drüber hinweg. Ich weiß nicht, habt ihr auch. Also das ist jetzt halt die Frage, so ob ich mich jetzt hier peinlich oute, aber diese Gänsehautbücher, habt ihr die gelesen? Weil da gab es nämlich auch so, da gab es eine Folge mit, ein Buch mit so, keine Ahnung, die Scheißpuppe. Oh ja, also wie gesagt, X-Faktor, manche Sachen gibt es halt richtig fiese Dinger. Wie gesagt, diese Gänsehautbücher. Und da hatte ich auf jeden Fall einmal das Ding, dass ich so ein Buch gelesen hatte. Da waren wir, glaube ich, im Urlaub auf Rügen oder so. Und da war so ein Buch, wo du immer Entscheidungen treffen konntest. So, alles klar, wenn jetzt das und das passiert, jetzt, keine Ahnung, drück den roten oder den blauen Knopf oder sowas. Und dann gab es irgendwann so ein Buch und dann konnte man entscheiden, ob man in den Fahrstuhl geht oder nicht. Und wenn man das gemacht hat, dann stand eine Person neben dir und hat sich halt so langsam in einen Werwolf verwandelt. Und du bist halt einfach. Und er hat halt diese roten Augen gekriegt. Und während ich das gelesen habe, und kurz davor hatte ich halt diese X-Faktor-Folge geguckt. Und da habe ich mich fast beim Lesen eingeschissen, weil ich einfach nur gedacht habe, so, diese fucking roten Augen, sie werden mich ab jetzt immer überall hin verfolgen. Der größte Müll eigentlich, aber. Ah, es war schon gut aufbereitet. Hast du heute nicht mehr. Heute sind alle mit CGI verwöhnt. Heutzutage kriegen die Leute das. Haben keinen Schiss mehr vor gar nichts. So. So ein bisschen. Bisschen Schokolade beißen hier. So. Aber zurück zum Spiel. Die Puppe mit dem starren Blick. Oh, warte. Aber halt alles so Banger, ne? Und dann waren da aber auch so. Ja, da gab's. Genau, Sauli. Da gab's halt bei manchen. Wie gesagt, da gab's halt einmal so ein Werwolf-Buch, wo das war. Das waren aber so Spezialbücher von denen. Das war halt nicht gang und gäbe bei denen. Ich habe auch mal eins gelesen, wo ein Junge irgendwie in eine neue Stadt zieht. Und dann anfängt. Oh, wollen wir es hier. Einmal ganz kurz, 1 in den Chat, wenn wir uns die Rüstung kaufen wollen, 2, wenn nicht. Come on, muss mal ein bisschen der Chat hier aktiviert werden. Ich zocke hier nicht alleine. Come on. 1, 1, 1. Noch 3, 2, 1. Alles klar, immer rein cashen. Ja, ist auch plus 4. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wahrscheinlich hätten wir die sowieso irgendwann gefunden, aber. Ja, genau, wo waren wir jetzt? Ja, 3 Fragezeichen, da habe ich leider. Das ist leider was ich verpasst habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber weil wir das halt auch selten, wenig davon zu Hause hatten. Ich hatte halt sämtliche Kassetten von TKKG, Alf, der, glaube ich, bis heute meinen Humor geprägt hat. Ja, das auf jeden Fall. Solche Sachen haben wir auf jeden Fall geguckt und gehört. Ja, das ist Alice Crow, das ist das Problem.
Das höre ich in relativ vielen Spielen immer. Aber genau wie im echten Leben und halt auch in Spielen, ich kann halt überhaupt nicht mit Kohle umgehen. Ich bin halt auch super schlecht im Farmen. Ich habe auch letztens ja mal wieder ein paar Monate WoW gezockt, jetzt wo das neue Addon rauskam. Und dann stand da immer, wenn ich irgendeinen Guide zu irgendwas gelesen habe, so, ja, und wenn ihr nicht ganz schlecht im Geldfarmen seid, so, dann sollte es kein Problem sein, so und so viel irgendwie zusammenzuballern. Und dann habe ich immer gedacht, und habe ich immer auf meinen Kontostand geguckt, während andere irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ihre 100.000 da zusammen gefarmt haben in ein paar Stunden, saß ich da mit meinen, was weiß ich, 10.000, 20.000. Also ich und Geld, wir sind gute Freunde, aber das heißt auch, dass wir viel zusammen machen. Und nur rumhängen ist da meist nicht drin. So, was mit meiner versenkten Möhre hier? Muss ja gleich wieder reden, ey. So. Der Vogelkönig. Warte. Aber schön, dass ihr heute so zahlreich hier seid, ey. Das freut mich wirklich. Schön, dass ihr zuguckt, Leute. Zweites Wort Grundgesetz, was? Ja, bei mir ist es fließend übergegangen von Benjamin Blümchen auf TKKG und währenddessen durch die ganze Zeit durch Alf. Ein Kumpel und ich, wir haben uns auch eine Zeit lang einfach immer nur Alf-Zitate hin und her geschickt. So. Zweites Wort Grundgesetz. Würde? So. Ja, ey, kein Scheiß. Würde, Bruder, Würde. Ja, das ist nice. Ja, ich hab auch mit ein paar Leuten geschnackt und die haben dann auch immer gesagt, so, oh, geh jetzt den Rust-Kram mit und sowas. Zock jetzt dies, zock jetzt das. Und letztendlich, weiß ich nicht, zocke ich halt das, worauf ich Bock habe, so, weißt du? Und dann ist Terranigma, glaube ich, mit eins der Spiele, die mir als allererstes einfallen, wenn ich daran denke, ein Spiel, das ich damals gefeiert habe und was ich jetzt auch wirklich immer wieder spielen könnte. In die gleiche Kerbe schlagen auch, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh Gott, Junge, wie so ein Krüppel hänge ich hier. So, kann man es erkennen? Da. Final Fantasy VII und Ocarina of Time, beziehungsweise auch A Link to the Past. Das sind halt auch Spiele, die kann ich, ich glaube, die habe ich auch gute 20 Mal schon alle durchgespielt. Ein RPG Maker. Ich glaube, da habe ich mich 2 Sekunden rangesetzt und habe ich gemerkt, dass es mir zu viel ist. Das ist ja nicht die Ausdauer für ab. Halt einfach gute Spiele. So. Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank. Du hast den Bann gebrochen und unsere Königreich wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Ja, ihr wart ja auch nicht da. Wir machen uns Sorgen. Wo liegt Orkania? Das ist eine der Möwen unten fragen. Ich würde dich hinbringen, aber ich kann nicht mehr fliegen. Diabetes. So, let's go. Let's go. Ich fliege ganz schnell, wie wär's? Nach Orkania? Nach Orkania? Klingt aufregend. Fliegst du mich? Natürlich. Es geht gleich los. Halt dich fest. So, ist ein bisschen geflogen. Ja, kann ich dir auch gleich versprechen. Ich bin halt auch die absolute Graupe, wenn es irgendwie so um Aufbaukram geht. Die Videos gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Man müsste mal gucken. Vielleicht ist noch eins auf YouTube oder so, wo ich versuche, Crusader Kings zu spielen. Und selbst da ist es ja so gut wie nichts mit Aufbauen. Alter, ich bin halt einfach die letzte Graupe. So, let's go, let's go, let's go. So, Ziel schießen.
Zu niedrig. Haben wir es jetzt? Okay. Jetzt war jetzt aber ziemlich close, oder? Captain hört die Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Nein, ich höre Vögelgezwitscher. Ich spüre des Frühlingshauch, endlich. Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Ja, ganz entspannt, wir sind noch eine Stunde hier. Eine Stunde 20. Boah. So. Leicht entspanntere Zockhaltung gehen. Ja, und damit haben wir dann auch nebst den Vögel. Schissel. Nebst den Vögeln, die wir ja gerade eben aus ihrem großen Schlaf erweckt haben, jetzt auch einfach mal eben ganz spontan den Wind zurückgeholt. Was natürlich ein wenig, wie soll man sagen, Time, Captain. Der Wind ist zurückgekehrt, endlich. Wir müssen los. Lass es dem König die frohe Kunde berichten. Ist natürlich ein bisschen Banane, dass wir irgendwie mit der Möwe ohne Wind dahin geflogen sind. Ist natürlich fragwürdig, wie das funktioniert, weil sie ja sagen, sie brauchen den Wind, damit sie irgendwie vorankommen. Oder es reicht Thermik, aber dafür bin ich nicht versiert genug, um das zu wissen. Da solltet ihr euch bei Leuten erkundigen, die das wissen tatsächlich. Die das Know-how dafür haben. So. Ein bisschen was Ungesundes noch dazu. So. Ja. Ab zum König. Ich weiß, ich speichere manchmal ein bisschen viel, aber... Ja, da oben. Ja, eben. Wie er geatmet hat, wie er überhaupt mitfliegen konnte ohne Wind. Wie die Möwe fliegen konnte ohne Wind. So. Okay, der Wind ist wieder da. Achso. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Ja, genau, auch wieder ein Zauber, der sich wieder wunderschön in unserer Box machen wird. Aber, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich zauber in diesem Spiel einfach nicht so gerne. Es ist nicht so... Ist nicht so meins, weiß ich nicht. Weil ich habe irgendwann damit angefangen, wir hatten ja letztes Mal den Boss, diesen Skorpion, den wir das letzte Mal besiegt haben. Und als Kind, genau wie heute und genau wie letzte Woche, habe ich ja diese Ringe gekauft, um den halt mal so ein bisschen zu bashen irgendwie. Und da hat es immer nicht funktioniert, weil er dann irgendwie immer nur nach unten geguckt hat. Vielleicht mache ich auch was grundlegend falsch beim Zaubern, aber bis heute kann ich es nicht. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Keine Frage, Captain. Ich bring dich, wohin du willst. Ich fliege jetzt ins Paradies der Tiere, nach Safarium. Captain, kommst du mit? Nicht jetzt, wir wollen mal eben kurz einmal ausschätzen. Alles klar, sag mir, wenn du mich brauchst. Mal kurz auschecken, wo die anderen hinfliegen. Imbecilia. Das klingt interessant. Fliegst du mich? Natürlich. Es geht gleich los. Halt dich fest. Als nächstes Secret of Mana. Ja, genau. Das ist die, genau, Secret of Mana habe ich jetzt überlegt. Oder halt, Secret of Evermore. Ich meine, wir haben ja ein paar Leute hier im Chat, von denen ich weiß, dass sie Hunde sehr, sehr gern mögen. Und da ist es ja auch die Prämisse, dass man mit seinem Hund durch die Gegend zieht und, ja, Leute ummurkst. Aber wir können natürlich auch, Eternal Legends, das muss ich mir mal gönnen. Aber wir können, ihr könnt natürlich auch auf meinen Instagram-Account gehen, der Capitano 2.0, alles in einem Wort. Und da werde ich dann mal eine kleine Umfrage raushauen, falls ihr mehr Bock habt. Aber bis das passiert, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, weil wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen Terranigma zocken. Wir wollen ja auch Chrono-Trigger. Habe ich tatsächlich auch erst vor... Ich habe immer mega viel drüber gehört, weil es ja, glaube ich, der inoffizielle Nachfolger von Secret of Mana ist.
Und das habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren das erste Mal jetzt gezockt. Derek ist aber, glaube ich, auch ziemlich nice. Ja, vor allen Dingen diese ganzen RPGs. Also ich bin ja sowieso Einzelspieler-RPG-Fan, 100%. Aber was damals da auf der SNES rausgekommen ist, und ich finde, wie gesagt, dadurch, dass dieser Bit-Look einfach, oder 16-Bit, ihr müsst mich da berichtigen, wenn ich da falsch liege, der 16-Bit-Look halt einfach zeitlos ist und ja heute 2020, 2021 immer noch Spiele rauskommen in diesem Look, ja, finde ich es einfach geil. Kannst du immer wieder Arcania, ne, was soll ich da? Ich glaube, da kann ich nochmal hin, wenn die Menschen da sind. Ja, hatten wir schon. So. Das Paradies der Tiere. Nice. So, noch einen kleinen Bite. Und einer ganz kleinen Tafel Schokolade. Fiaro. Ach, Schiede, dann hört sie nämlich auch bei euch auf, ne? Ja, das auf jeden Fall. Da muss ich lieber auf dem Handy gucken, weil ich glaube, ansonsten. Muss ich lieber auf dem Handy gucken. Fiaro. Shit, du hast recht. Aber ich würde sagen, ein etwas in die Jahre gekommener Fiaro, der ein leichtes Adipositas-Problem hat. Was ist geschehen, Captain? Einst lebten unzählige Tiere hier. Es war wie im Paradies. Lonzo das Nashorn, Kaminski die Kröte und Leon der Löwe. Jetzt bin ich meine Schucke weg. Ich schwöre, ich habe nur so Doppelstreifen rausgenommen, um ein bisschen Energie zu haben. Leon war gerade Vater geworden. Was ist denn mit ihnen geschehen? Das Leben kann ganz schön hart sein. Bruder, du sagst es. So. Was ist denn Elektron und Depression? Ja, exakt. Exakt. That was my thought. Irgendwann mal ein unfassbar gutes Pokémon gewesen. Dann in die Jahre gekommen, weil man gar nicht mehr mit den Pokémon-Zählen hinterherkommt. Wie viele gibt's aktuell? Bestimmt irgendwie was mit 850, oder? 900? Gibt's schon 900? Ach, hier, Fluchgrad, yo. Taschen voll. Fast 900. Hey, das muss man sich mal überlegen, ne? Da soll man irgendwie noch hinterherkommen. So, den haben wir noch nicht für unsere Sammlung. Den haben wir noch nicht für unsere Sammlung. Ach, hier kann man noch die anderen kaufen. Ja gut, dann, aber dann... Boah, kostet echt so viel? Warte mal, dann kaufen wir noch mal einen Ring hier. Einen von denen. Und einen von denen. Und wenn ich original dran denke, dann werde ich sie auch tatsächlich mal einsetzen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann habt ihr die wenigstens einmal gesehen. Wie gesagt, Feuer und Eis habe ich ja schon einmal losgeballert. Und dann müssen wir gucken. Ah, stell ich mir vor, so. Weißt du, dass dann auch so die älteren Pokémon über die Neuen dann halt auch einfach immer so schlecht reden? Die Pokémon von heute vertragen nichts mehr. Wir mussten noch richtig kämpfen. Die gehen jetzt zu Schönheitswettbewerben. Obwohl ich mir tatsächlich auch Sonne und Mond geholt habe, aber das habe ich ja gemerkt, wenn man sich überlegt, dass man früher zum Beispiel für die Top 4 oder sowas ja richtig grinden musste, so richtig Gas geben musste. Und dass man heute, keine Ahnung, du kannst ja auch theoretisch das ganze Spiel einfach durchspielen, indem du von morgens bis abends Pokémon fängst. Sonne und Mond ist leider lame, ja. Wie gesagt, was habe ich mir geholt? Ich habe Schwert, nee, Schild habe ich mir geholt. Und so, es ist schon ganz, in gewisser Form ist es halt nice, dass man so ein bisschen casual zocken kann und sowas. Schwert und Schild, weil das kacke. Ja, weißt du, du hast ja keine Herausforderung mehr. Also ich habe das so durchgezockt, dann hieß es, ja, und wenn du die Herausforderung, habe ich mir immer nachgelesen, wenn du die Herausforderung suchst, dann mach doch mal den und den und
Nee, ich glaube, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat mit dem Anspruch, was mittlerweile Spiele irgendwie haben. Weil wenn du dir auch so überlegst, so, naja, jetzt wieder eine kleine Lobeshymne auf Super Nintendo-Spiele. Wenn du dir da einfach überlegst, dass wenn du ein Spiel heute hast, so ein Speicherpunkt, nach jedem kleinsten Bit, was du irgendwie geschafft hast, wieder ein Speicherpunkt und wieder ein Schulterklopfer und wieder, hey, hast du gut gemacht und sowas. Ja, genau. Und ansonsten heißt es dann irgendwie, und früher war das so, wenn du halt auch als Kind Aladdin gezockt hast, so, und es nicht hingekriegt hast, dann hast du halt auf dem vor der ersten. Ja, Level 100 easy. Ja, aber es ist ja so, ne? Du kannst ja einfach so durchballern. Oh, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. So. Genau, und wenn du halt aber an Aladdin gezockt hast, so, und dann war dein Leben verbraucht, dann hast du das Spiel halt von Anfang an angefangen. Obwohl, ich glaube, bei Aladdin gab es, glaube ich, sogar noch so Safe-Codes irgendwie mit diesen Bildchen. Aber hier Super Ghouls and Ghosts zum Beispiel ist auch ein unfassbar geniales Spiel. Also habe ich damals auch relativ viel gezockt, aber zum Beispiel als Kind nie durchgeschafft. Weil ich glaube, ich bin immer bis Arena, bis Level 3 oder 4 gekommen. Ich glaube, das Geisterschiff habe ich, glaube ich, noch geschafft. Und danach bin ich nicht mehr weitergekommen, weil es einfach zu heavy war. Und wenn du halt raus warst, ne, Leben verloren und alles sowas. Ja. Ein AVGN? Was ist der AVGN? Oder darfst du es hier nicht sagen? Angry Video Game Night. Ja, da muss ich ja leider gestehen, da bin ich ja ein bisschen hinterher, was Streamer und so angeht. Ah, der Boy. Nee, Schlucht, da wollen wir auch nicht hin, das kommt auch später erst. Ja, aber halt sowas, ne? Und wenn du halt überlegst, wie gesagt, Super Ghouls and Ghosts war zum Beispiel auch so eine Sache, wo. Ja, wo du halt einfach dann. Entweder hast du es geschafft oder nicht. Oh, richtig nice. Ja, klar, genau. Ja, aber genau, aber das war ja auch so. Das fand ich auch so ein bisschen der Antrieb. So musstest du ja auch ein bisschen was leisten, irgendwie. Jetzt gerade ein Remake von rausgekommen. Unfassbar schweres Spiel mit dieser legendären Scooter-Szene. Battletoads? Kennt ihr bestimmt noch, oder? Also Battletoads ist ja mittlerweile infamous, dieses Dingslevel. Battletoads auf jeden Fall, ey. Meine Herren. So, das war halt auch so ein Ding, so, ne? Wenn du das Spiel so, ich habe das mit meinen Brüdern oder mit meinem älteren Bruder ein bisschen gezockt. Ich meine, wir haben es irgendwann mal durchgekriegt. Also nicht das Spiel, wichtig, das Spiel haben wir, glaube ich, nie durchgekriegt. Aber genau, das Level, wo man surfen muss, das Hirnlevel. Eiderdaus, das ist, glaube ich, einfach nur. Jetzt der Junge, geh doch da durch. Hä? Nein! Ich depp. Na gut, vielleicht war es doch gar nicht so doof. Ja, aber das war auf jeden Fall. So, und dann hat das Spiel dir aber auch keine Chance gelassen, ne? Entweder du hast es wirklich bis aufs Erbrechen halt durchgeübt, bis du da durch warst. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein großer Fan der Souls-Reihe oder der Soulsborne-Reihe geworden. Weil ich halt einfach so dieses. Das lässt dir ja auch keine Chance. So, entweder du kommst zum Bonfire oder du lässt es, so. Und kannst das Spiel auch beiseite legen. Obwohl ich mit Jesus Vegeta letztes Jahr auch die Diskussion hatte. Button-Mashing. Ja, Button-Mashing und hier, Level-Knowledge. Ja, es ist. Ja, aber wie gesagt, auch die Soulsborne-Reihe, ne? Also das ist ja auch wieder. Du musst es lernen, du musst es auswendig lernen, du musst wissen, wer wann wie wo kommt, wie du am besten reagierst. Und das macht halt einfach. So dieses Siegeserlebnis. Streets of Rage, ja. Wie gesagt, halt alles, ne, du musstest halt. Oh Mann, Alter, was machen die denn für einen krassen Damage? So. Ich habe schon zu meiner Freundin heute gesagt, heute machen wir.
Heute kommen wir vielleicht sogar bis zu den Menschen. Ich glaube, so viel wie ich am Schnacken hier bin, wird das ein wenig utopisch. Aber gut. Hey, als Dämonen auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es je der Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Ja, so eine sehr menschliche Eigenschaft. Habe ich schon reichlich. Nice, okay, dann war das mit der Wunderknalle doch gar nicht so schlimm. So. Warte mal, kommt man hier irgendwo lang? Nee. Hudi! Was geht, mein Dicker? Kannst du auch nochmal? Ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Einfach mal so ein Super Nintendo Klassiker raushauen, den du gezockt hast. Ja, komm noch. Wir sind Delay drin. So. Ja, dann sind wir auch jetzt, glaube ich, schon wieder am Anfang, ne? Yes, okay. So. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne, hier unten waren wir doch jetzt gerade schon. Wir müssen jetzt heute mal hier oben lang. Weil jetzt haben wir wieder dieses System wie von den Türmen vom Anfang. Jo, einen kleinen Level-Up nehmen wir auch noch mit. Genau wie den Crazy Cheese. Hm? Gerade Kai genannt? Nee. Habe ich? Ich dachte, ich habe Hode gesagt. Und ich habe gefragt und habe gesagt, du hast ja schon ein bisschen was von der Welt gesehen. If not, können wir das alles nach dem Stream gerne klären. Aufzeichnungen sind gemacht. Anzeige ist draußen. Easy. Alles klar. Genau, jetzt haben wir das Turmsystem mit den Seelen. Wir müssen, glaube ich, immer 4 Seelen sammeln. Und dann müssen wir hier links oben irgendwo gleich in so ein Altar rein. Da prayen wir dann ein bisschen für Regen. Und das machen wir, glaube ich, 3-mal. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen die Orientierung verloren. Kleinen Crit nach oben drauf. Nee, okay. Ich glaube, das ist dann fürs Backtracking nachher noch wichtig. So, aber schön alles mitnehmen. Damit wir dann nachher ein bisschen später dann on-stream nicht denken. Aber Endless Crow, da vielleicht nochmal die Frage. Musstest du damals, beziehungsweise das letzte Mal, als du es gezockt hast, grinden, wenn du zur Königin von Spanien gekommen bist? Das würde mich echt mal interessieren, weil egal, wie sehr ich mich vorher irgendwie mal angestrengt habe, alles mitzunehmen und alles umzulegen, was mir in die Quere kommt, ich musste immer grinden gehen. Immer. Und für den Endboss glaube ich auch nochmal, weil da muss man schon ein gewisses Level haben, um da ein bisschen abzugehen. Naja, gut. So. Ja, Orientierung, jetzt haben wir es wieder. Ich weiß, wir könnten auf die Karte gucken, aber das ist lame. So, ja, nice, dann haben wir doch jetzt schon die zweite. Genau, hier wären wir nicht lang gekommen. Dann müssen wir jetzt wieder in den Türmen warst du schon Level 12 und 14. What? Ich glaube, ich habe mir diesmal tatsächlich Zeit gelassen und war Level 10. Na, Quatsch, Gingerino. Aber du hast doch früher auch Super Nintendo gespielt, oder nicht? Da wird es doch bestimmt irgendein Game geben, was du noch von damals irgendwie drauf hast oder so. Oder war deins doch noch mehr Amiga, Commodore 64 oder sowas? Floppy. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich bei einem Kumpel damals, ich glaube bei Koami war das damals,
Da haben wir, der hatte eine Super Nintendo mit einem, mit diesem, oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Nee, der hatte die Super Nintendo mit dem, mit der Pistole. Wenn das überhaupt die Nintendo war, dafür war ich halt, das ist halt ultra lange her, ich habe da überhaupt keine Ahnung. Aber man unter anderem halt so Duck Hunt noch und sowas gespielt hat. Oder war das ein Amiga? I don't know. So, bist du fertig? So, dann sollten wir auch. Genau, scheiße, jetzt haben wir natürlich nicht durchgelesen. So. Einmal Vollgas. Wunderbar. Das war Nintendo, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, war damals bei Koami, weiß ich noch. Und dann haben wir die Pistole rausgeholt und dann alles klar. Und wie ich im Nachhinein noch rausgefunden habe, kannst du ja wohl auch den Controller, den zweiten Controller anschließen und der kann dann die Enden irgendwie kontrollieren oder sowas. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Ja, Zeit für Schoki. Let's go. Oh Gott. Bisschen ASMR, der Capitano isst und trinkt. Ja, hab ich auch noch. Die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Ist ja auch Wasser drin. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück, weil sie nicht genügend Gras haben. Ja, gleich wird's unübersichtlich, das habe ich nämlich auch noch in Erinnerung. So, der erste Tempel, beziehungsweise die ersten vier gehen noch irgendwie klar. Ja, so richtig abgegangen. Ja, den Löwen und König aller Tiere. Warum weiß auch keiner. Ich glaube, ein Nilpferd wird einen Löwen platt machen. Na komm. Nee, komm, zurück. So, genau, jetzt wird es unübersichtlich. Erstmal Items abgreifen. Abwehr-Elixier. So wirklich viel kann man da, glaube ich, auch nicht mitmachen, außer es halt einzunehmen und dann hast du einen höheren Abwehrwert. Ich weiß jetzt nicht. Street Fighter 2, auch richtig viel gezockt. Kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Ich überlege gerade, was wir denn noch so viel hatten. Oh, was ich glaube ich nochmal wieder gerne zocken würde, wäre, oh, jetzt lass mich nicht den Namen falsch sagen. Pong. Dieses gelb-rote Viech, was die ganze Zeit seine Fäuste werfen konnte. Und seine Beine, also seine Füße halt. Das hatten wir noch damals. Super Mario Kart, aber das ist ja auch so ein zeitloses Ding. Kannst ja heute noch zocken. Ach, Super Nintendo gibt's halt einfach eine ganze Menge da. So, hier unten links können wir theoretisch auch hin. Machen wir danach. So. Gucken, dass wir ein bisschen Backtracking machen. Harvest Moon, ja, das ist sowas wie Harvest Moon habe ich ja leider erst mit Stardew Valley für mich entdeckt. Müsstet ihr sagen, wie gut es das von Harvest Moon so ein bisschen übertragen hat. Aber ich habe da ja auch überlegen. Das war ja direkt, nachdem ich mir den Lappy für die Uni gekauft habe. Da haben wir ja auch hier gesessen, als ich nach Berlin gezogen bin. Da haben wir auch die ersten ein, zwei Monate relativ regelmäßig Stardew Valley gezockt.
Aber Harvest Moon, wie gesagt, Super Nintendo, habe ich häufig gehört schon, dass viele das feiern. Ich hatte damals Timon und Pumba. Das war eigentlich auch ganz geil, aber das war eher so eine Sammlung an Minispielen. Auch jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig viel Gas dabei gegeben, so. Aber das war auch. Oh. Hatte auch einiges. Yes, okay. Merkt euch, Seele Nummer 1 haben wir gefunden. Das gab es später auch noch auf N64. Krass. Ja, haben wir einiges hier an Klassikern nachzuholen, ne? Eine komplette Harvest Moon Session. Na, toll. Ich habe ja schon gesagt, mal gucken, ob es dieses Wochenende schon hinhaut. Aber mal so ein bisschen am Wochenende Truck and Chill. Snow Runner. So. Okay, die ist es nicht. Die müssen wir auch noch töten hier. Meine Herren, ich lasse mich auch gerade von allen treffen. So, hier geht es jetzt auch nicht weiter, aber das heißt ja, dass hier unten irgendwo ein Durchgang sein muss. Da. Das ist doch bestimmt eine von den Schildkröten der Seelenschildkröte. Na. Ja. Super, ja, auf jeden Fall. Die ganzen alten Super Mario-Teile. Yoshi's Island. Habe ich aber auch mal wieder versucht. Vom Gameplay her voll. Aber bei Yoshi's Island zum Beispiel, da. Oh, warte mal kurz. Ups. Sofort wieder. Will ich ja nicht hier mein Maurer-Dekolleté zeigen. So, da ist er wieder. Bei Yoshi's Island, da kriege ich, ich glaube, da komme ich mit dem, mit den Sounds nicht mehr so ganz. Also vom Gameplay her voll, vom Gameplay her bin ich voll bei dir, aber da kriege ich die Sounds nicht mehr so klar. Das ist mir dann auf Dauer einfach zu stressig. Vor allem jedes Mal, wenn du dieses Baby da losgeflogen ist, und du es nicht gecatcht hast und einmal schön ausrasten. Nee, darf ich noch nicht. So, dann ganz kurz eben wieder hier aus Spich 2 Seelen bisher gesammelt. Wir wollen ja aber 4. Yes. Sie wirkte denn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Ich bin ein starkes Tier. Gib ihm. Nee, das nicht. Nein. Voila, komm. Gib mir die Attacke, die ich brauche. Ach so, warte. Nice. Stimmt, so brauchen wir das. Muss ich mir erst zum Niesen bringen. So. Seele Nummer 3. Perfekto. Gehen wir mal links rum. Earthbound, oh, da muss ich mich jetzt ja outen, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn der nächste Regenaltar ist, dann gucke ich mal, ob ich mich dran erinnere. Aber ist das nicht dieses, was sie jetzt auch wieder neu aufgelegt haben, immer wo du eigentlich. Ja, genau. Earthbound, dieses Schwarz-Weiß-Spiel. Oh, wo es doch ein Remake vor kurzem gegeben hat oder so. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Crash Bandicoot, ja, das haben wir definitiv damals, aber das wäre ja mehr, das war ja schon PlayStation 1 Ära. Aber auch natürlich da auch wieder unfassbar viele gute Spiele zu nennen. So, wenn ich mich nicht irre, dann, ja, du hast es bestimmt, komm mal, yes. Ja, haben wir die zweiten 4 schon mal. Vollkommen richtig. So, jetzt kommen wir eh gleich in die nächste Regensequenz.
So, das war ja noch relativ relative easy. So, schnell gucken jetzt. So, Earthbound hattest du gesagt, ne? Earthbound SNES. Lustig, sehe ich tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich. Ach, schnack nicht. Earthbound ist das Spiel, wo... Oh, oder Donkey Kong für Super Nintendo. Donkey Kong Country, das war natürlich auch richtig gut. Aber ist Earthbound das Spiel, wo halt NES herkommt? Von, N64, draufhauen, brawlen. Smash Brothers, Super Smash Brothers. Ist er das? Ah, wie witzig. Geil, habe ich nie gezockt. Ich habe auch nie verstanden, wo der Lüde herkommt. Er war einfach nur da. Und dann... Ich konnte ihn aber auch nie zocken. Also dieses sich selber da die Kugel in Poppes zu werfen, weiß ich nicht, hatte ich, glaube ich, nie den Skill für. Ich habe immer schön Lame Link gespielt und damit alles niedergewalzt, was mir in die Quere kam. Stimmt. DK Fire! DK Thunder. Ja, es waren schon. Ach, das ist auch schon richtig nice Spiele. Aber ich überlege tatsächlich die ganze Zeit, was wir noch zu Hause im Schrank haben. Weil ich habe ja. Ne? Auch nochmal ganz kurz für die rechtliche Seite. Diese Spiele oder das Spiel, was wir jetzt auf jeden Fall spielen, habe ich ja auch zu Hause liegen. Immer noch Original Cartridge mit. Wie gesagt, Verpackung. Spieleberater, weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir ja auf jeden Fall den von Secret of Mana und von Dingens halt, von Secret of Evermore. Und von Illusion of Time. Wem das noch was sagt. So, wir wollen jetzt aber in eine Sackgasse fahren. Uncool. Okay, ja gut, wir kommen ja von oben. Müssen wir da über die Brücke rüber und nochmal unten gucken, ob da nicht noch irgendwas fehlt. Guck mal, hier sieht das doch auf jeden Fall so aus. Mach ihn doch, wenn ich sage, hey. Yes, ich muss ein Regenaltar finden. Die Invincibility Frames ausnutzen. So. Das hoffe ich, tun dass ich jetzt nicht zu sehr schon in die Richtung. Achso, warte mal. Ne, hier ist der Tempel. Ja, das auf jeden Fall. Da ist einiges dran zerbrochen. Aber wo ich ja vorhin noch erzählt habe von, dass wir, oder dass ich mit meinen Brüdern mit diesem SNES Boomerang, dass wir damals ja immer Secret of Mana zu dritt gespielt haben. Wir hatten tatsächlich auch, hier Bomberman. Das erste. Und da war es ja so ekelhaft, wenn du ein Spiel quasi gewonnen hattest, dann konntest du oder dann hast du für das nächste Spiel einen Perk gekriegt. Und wenn du dann am Anfang den Handschuh gekriegt hast, dann wurde es halt richtig widerlich. Weil da hast du dann einfach immer nur vom Start weg einfach nur die Bomben über die Kante geworfen und hast schon mal den, der oben, beziehungsweise die halt, die in einem rechten Winkel von dir lagen, halt auf jeden Fall mit der ersten Bombe schon weggejagt. Okay, come on. Ne, du hast nur Asche für mich. Euch habe ich auch, glaube ich, schon platt gemacht. So. Wie ich schnell zurechtfinde hier.
Vitalelixier nehmen wir gleich auch noch. Ein bisschen Dinero. Ey, dass die auch so krass viel aushalten, ne? So nervig. Und wenn ich da raus muss, dann kriege ich halt natürlich den Stichschlag auch nicht mehr hin. Sehr gut. So. Wenn nämlich wie Endless Crow das vorhin schon gesagt hatte, wird es nämlich hier ein bisschen unübersichtlich. Ja, wir hatten dieses Multiplayer-Boomerang. So, der Mod ist da. Muss ich Annex ein bisschen zurückhalten, wird auch nicht mehr. Genau, das hatten wir damals hier zu Hause. In Oldenburg. Genau. So. Ja, 2 von 4 haben wir jetzt. Wir noch diese komischen Frösche hier wegnatzen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Emulator-Version mir ein bisschen einfacher macht, aber 3 von 4 haben wir jetzt schon fertig. Ich muss mal aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie zu viele hier wegballer. Nein! In die Richtung ist ja kein Akt. Aber du konntest da einmal mit drauf gehen. Ja, jetzt wird es aber nämlich fragwürdig. So, wir sind nämlich hier. Hier ist, glaube ich, der Endboss-Tempel, wenn ich mich nicht irre. Und da brauchen wir auch, glaube ich, keine Seelen mehr für. So, aber die letzte Seele fehlt noch. Loktar, Lothar, meine Freunde. Ja, gute Frage. Wo waren wir jetzt noch nicht? Wo fehlt uns jetzt die letzte Seele? Hier bin ich mir relativ sicher, dass wir die schon fertig haben. Kann es sein, dass man hier jetzt backtracken musste zum Start nochmal? Weil da war ja eine so eine Ebene. Nee, aber da konnte man theoretisch ja von oben rein. True. Ja, gute Frage. Oder mache ich jetzt tatsächlich, dass ich das erste Mal in meinem Leben auf die Karte gucke, wenn ich hier nicht weiterkomme? Das wäre halt auch nicht ganz so cool. Ja, aber da weiß ich ja wenigstens genau, wo man hin muss mit dem Löwen, ne? Also das ist ja so, du musst ihm ja im Prinzip nur seinem langsamen Gang einfach nur folgen. Kann man dann eher noch. Ja, stimmt schon. Aber hier ist noch irgendwas, was kacke ist. Nee, weil es halt einfach so. Die Mechaniken auch einfach nicht so cool sind. So. Also hatten wir hier schon das Wasser. Ja, oder? Gucken hier. Ja, hier ist das große Feld. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Oh, ja, dieses Backtracking hier, es ist der Wahnsinn, der pure Wahnsinn. Aber hier kann man wahrscheinlich auch noch ganz gut leveln. Wenn man hier die ganze Zeit gucken muss, dass man die vierte Seele jetzt fängt. Genau, ich kann ja nicht rausfliegen per se, oder? So, weil ich meine, mich nämlich zu erinnern, dass wenn man jetzt hier runter geht und dann hier lang. Go die. Wenn es regnet, explodieren die ja zum Glück nicht. Ne, hier ist die Schnackerpflanze. So, come on.
So. Ach, guck mal hier, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oder ist das denn hier Altar 3? Weil hier müsste ja dann eigentlich auch schon Water sein. Ist das hier der Eingang? Wenn man hier jetzt oben rechts, oben mittig durch kann, dann vermutlich. Naja gut, dann leveln wir wenigstens noch ein bisschen für den Boss. Der macht ja eh noch ein bisschen mehr Schaden, als man denkt. Nee. What? Was ist los mit euch? Nee, ich glaube, Jesus Figuer, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Den Kommentar. Ich möchte es aber auch hier nicht erläutern. Lassen wir mal, wie es ist. Lassen wir mal so stehen. Mach ich in dem Moment, wenn ich die vierte Seele gefunden habe, dann ziehe ich die Cap ab. So, aber das muss leider erstmal passieren. Ich habe nämlich irgendwo was vergessen, wo man durchkriechen kann oder. Ah, ich get es gerade einfach nicht. Aber genau, das ist das Schlimme an diesem Level hier. Ach, sehr laut. Wo war denn so lange? Habt ihr Prop and Seek gespielt, oder was? Ja, we will see, tatsächlich. So. Oh, verflucht, ey. Jetzt müssen wir die letzte Seele suchen. Verdammt. Jetzt laufen wir natürlich wieder in dieselben Ecken. Na gut, ich werde es jetzt mal tun. Ich meine, ich habe es noch nie gemacht und. Ich habe ja auch eine gewisse Verpflichtung hier im Stream. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ja, die Karte bringt mir ja gar nichts. Feuer die beiden hier auch noch an, ey. Sonst geht sie wieder rund. Okay. Karte werden wir nie wieder benutzen. Die ist ja nur Müll. Hier kommen wir nochmal hoch, aber ich glaube, hier bei den Schildkröten waren wir schon, oder? Ja, wieder mit einer Kiste, die wir nicht öffnen können. Nice. Level up. Ja, tatsächlich wart ihr vorhin nicht da. Annex und Doktor. Nach dem hier würde ich als nächstes hier, oder werde ich noch zur Umfrage stellen, ob wir. Nun. Das geht mir alles lang ein bisschen zu fix, Doktor. Hol dir mal wieder zurück, den Jungen. Ach, jetzt fallen die auch endlich wie die Fliegen, ey. Secret of Evermore zu spielen. In dem man mit einem Typsi rumrennt und mit seinem Hund. Und da ich ja weiß, dass ihr beide große Hunde-Fans seid.
ist das vielleicht auch ein bisschen mehr was für euch. So, jetzt werden wir mal nicht den Flock hier reinjagen, sondern mal hier hochschwimmen. Oder kommen wir da von dem Tempel? Der Cyberhund, ja, der Toasterhund auf jeden Fall. Toasterhund. Was gibt's noch? Windhund, Pudel und Wolfshund. Ja, er geht mir auch ein bisschen zu leichtfertig damit um. Vielleicht muss da noch mal ein bisschen dran geschraubt werden. Ja, schon. Muss ich auch sagen, tatsächlich. So. Na gut. Ja, das ist tatsächlich hier mit dem Dingens gewesen. So. Let's go, let's go, let's go. Ja, wenn jemand eine Idee hat, wo mich den noch finden könnte, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht, wo ich schon überall war. Warte mal, hier. Genau, hier ist ein Tempel. So, hier links ist Sackgasse, das können wir uns merken. Alles, was oberhalb von den Baumflecken ist, ist schon mal durch. So. Jetzt zuckeln wir mal. Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Naja, ich lasse euch da noch mal ein bisschen kämpfen. Wenn mir das zu viel wird. Wisst ihr, ne? Können Rechte auch ganz, ganz schnell wieder entzogen werden. Ja, ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, dass wenn wir es mit dem Tempel nicht einigermaßen, also wenn wir das hier jetzt nicht hinkriegen innerhalb der nächsten halben Stunde, dann glaube ich, werde ich das mit dem Löwen auch nicht mehr schaffen. Also das wird, glaube ich, zeitlich alles ziemlich, ziemlich knapp. Ich komme hier ja nirgendwo weiter. So, hier ist ja eine neue Area im Prinzip. Aber hier komme ich überall nicht durch. Also es... Kann ich hier durch vielleicht? Nee. So, und hier komme ich ja auch nur zu Tempel Nummer 3, oder nicht? Oder Altar Nummer 3. Oder ich habe auch schon alle 4. Na gut, hat sich ja gerade geklärt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass wir den... Aber wir hatten den ersten, glaube ich, auch schon vorher, als ich das erste Mal im Tempel war. Und dann habe ich die zweite Seele im Prinzip als erste wieder gezählt. Natürlich nicht ganz so... Nicht der smarteste Move. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Let's go, weiter geht's. Ja, nice. Hat sich das ja auch geklärt. So, dann können wir nämlich immer hier links... Na, hier unten noch? Nee. Können wir auf jeden Fall schon mal hier links weiter. Hier ist dann auch nichts mehr. Können wir ein paar Sachen ausschließen hier. Und hier auch nichts mehr. Super. Warum dann diese Area hier überhaupt freigegeben ist, bleibt fraglich, aber gut. Game Design war ja auch nicht von Anfang an auf seinem Peak, ne? Aber wie gesagt, ich finde das Game einfach wunder hübsch. So, dann kommen wir langsam zum Endboss und dann kommen wir auch gleich nochmal zu dem... Dann machen wir einfach mal die ganzen quälenden Sachen einfach, oh, aber hier können wir jetzt durch, ne? Ist das der Shortcut zum Anfang? Toll. Ich glaube. Also oben rüber. Gleich nach rechts. Kommen wir hier irgendwo runter? Nee. Aber hier, ne? Ich weiß, ich bin jetzt halt einfach mal ultra lame, gebe ich auch zu. Aber bevor ich den Schmuh
nochmal komplett machen muss. Ich weiß, einige werden Buh rufen, ich sehe es schon. Aber bevor ich das Durchsuchen nochmal mache, gehe ich ganz lame zurück. Und gehe nochmal speichern. Ja, I know. Aber ich weiß halt auch, wie der Boss da ist und es ist ganz furchtbar lame. Jetzt nehme ich wahrscheinlich auch noch die Zeit für die Aktion mit dem Löwen weg, ne? Ja. Muss ich mitleben. So. Nehme ich aber in Kauf. Muss da halt sein. Ach ja, ich habe ja noch was für, ne? So. Wie gesagt, wenn die vierte Seele gefunden ist, habe ich ja gesagt, gib schön Cappy ab, ne? Man muss ja auch sein Wort halten. Vielleicht kann ich euch ja damit besänftigen, dass ich jetzt noch abgespeichert habe. So. Jetzt wollen wir mal hier durchgehen, oder nicht? Einmal hier hoch, dann nach rechts. Genau, dann können wir jetzt hier abkürzen. Und sind wieder hier. So. Nee, auch nicht. Sofort die Orientierung wieder verloren. Nice. Ah ja, genau, können wir jetzt zur Seite schon. So. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz fiese Coronis-Friese. Vielleicht mache ich auch wieder. Ziehe ich auch wieder komplett durch. Nutze meine Quarantäne dafür, das Ding wieder langwachsen zu lassen. Nicht wahr, oder? Ehre, ey. Man muss, wenn der Chat das so zur Abstimmung stellt, dann will ich natürlich dem Chat nicht im Wege stehen. So, jetzt habe ich aber natürlich mit meiner Pussy-Aktion den Progress natürlich ein bisschen. Ja, Didi, dass du die langen Haare willst, das weiß ich. So. Ich glaube, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Strecke. Oder? Yes! Weil das ist nämlich das Ding, egal, ich habe immer das Gefühl, egal wie... Oh, Scheibe, ein Kleister. Egal wie krass man hier aufgepimpt ist. Wenn die Bosse... Die halten halt immer so arsch viel aus, ey. Ich reiz auch immer nicht. Oder gibt's hier auch so eine Art, was weiß ich... Schwachpunkt-Kram. Ich spiel's ja immer noch so durch wie vor 20 Jahren. Und das kommt natürlich so lame, wie es geht. Ja, stimmt schon, die müssen halt auch ein bisschen was aushalten. Da muss ja auch ein bisschen was gehen, ne? Na komm. Ab in die zweite Phase. Na komm. Boah, man merkt richtig, wie das. Wie der Emulator strauchelt, wenn die Flammen kommen.
So. Hammer's. Oder nicht? Ach du Scheiße, nicht aufgepasst. Snack was? Na komm. Na komm. Was? Das ist auch richtig dumm dann, ey. Na komm. Auf geht's. Na komm. Komm, komm. Naja gut, da müssen halt 14 Schaden reichen pro Runde. Da würde ich gerne mal wissen, ob es da eine Speedrun-Taktik für gibt. Für den Typsi. Verwenden, Junge. Na komm. Wo goes, Alter? Na. Nur ein bisschen was snacken. So. Was denn? Ja, es sieht jetzt natürlich ein bisschen billig aus, aber wenn du bei dem halt irgendwie in Stunlock kommst, so, und er dich ein paar Mal ineinander trifft, dann nagelt er dich halt auch mit ein paar Treffern nieder, ne? Ja. Boah, das hasse ich ja bei Bossen, wenn man immer so lange auf die warten muss. Aber ja, ich hatte ihn auch eigentlich ein bisschen kräftiger in Erinnerung. Das macht natürlich den Move des Speicherns davor noch ein bisschen uncooler. Ja, du hast recht. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Werde ich jetzt auch für die anderen Bosse nicht mehr machen. Ich werde ganz normal einen Safe State machen, bevor ich in den Dungeon gehe. Und lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Säugetiere sollen ihre natürliche Form wieder erlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Klar. So, jetzt kommen die ganzen Einzeller wieder. Ja. Kein Safe State. Zum Glück gespeichert, ja. Nun. Und jetzt haben die ganzen Tiere aus der Savanne wieder zurück. Sehr gut. Haben wir noch 20 Minuten? Oh, das wird aber echt arschknapp. Also eine Mutprobe. Gibt's aber auch kein Vorlesen. Ich meine, jetzt Safe State im Sinne von, hier Emulator-mäßig oder was? Ach so, ja, das auf gar keinen Fall. Nee. Muss schon an die Stelle zurück. Aber es ist halt schon, NX hat schon recht, es war halt schon ein bisschen lame, da oben ranzugehen nochmal. Oh. Habe ich mir jetzt den Stecker gezogen? Oh nein. Oh nee, ey. Toll, da will ich irgendwas schnell machen. Na, jetzt reagiert er mir nicht mehr, oder was?
X, Start, Select, links, rechts. So. Ja, stimmt schon. Ja, das ist natürlich jetzt richtig bescheiden. Jetzt gerade haben wir es noch gesagt, jetzt muss, glaube ich, tatsächlich mal eben ein Safe State her. Weil ich glaube, ich ansonsten... Ich muss jetzt tatsächlich mal eben Safe State machen. Weil ich scheinbar nicht mehr an meinen Controller rankomme. Ja. Och Mensch, das ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? Nun, vielen Huhn. Hä, was hat es die letzten Male doch auch funktioniert? Ja, ziemlich. Ja, schade, ey. So kurz vor, wir müssen auch ein bisschen was machen hier. Aber selbst wenn ich, wie sonst... Normalerweise bin ich den Key-Input neu mache. Funktioniert's gemeinhin wieder. Ja, Schiede, ey. So, warte mal. Save State habe ich gesagt, haben wir gemacht. Genau. Gehen wir mal eben raus. Starten das Ganze neu. So, laden wir das Spiel. Yes. Load Game Position. Zero. Ach, perfekt. Und da sind wir wieder. Moinsen. So, jetzt muss ich mich aber tatsächlich beeilen. Ein bisschen Energie nachkaufen, let's go. Okay. Let's go, so. Wo wir von roten Augen gesprochen haben noch, ne? Sick. Ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das kann nicht möglich sein. Kein Mensch hat diese Höhle betreten. Egal. Scheint ein leckeres, zartes Menschlein zu sein. Das Menschlein ist selbst schuld. Lass es uns fressen. Unrealistisch. Was für männliche Löwen. Männliche Löwen gehen nicht auf Jagd. Lass diesen Menschen in Ruhe. Ich bin nämlich ein Freund der guten Schildkröte. Alles, was das Licht berührt. Tapferer Mensch, wir heißen dich in unserem Königreich willkommen. Wir sind sehr stolz auf dich. Ja, da ist der Plan, mich zu fressen, wohl ganz schnell verworfen worden. Ja, jetzt müssen wir mal ganz schnell mit dem schnacken. Das ist der gute alte Leon. Der Profi. So, Tierfels. Nämlich weibliche Löwen sind die, die jagen gehen. Männliche Löwen liegen nur rum. So, da sind Mufasa und... Oh, wie heißt die Mutter von Simba nochmal? Ja, ne, ziemlich basic. So, klar, natürlich sind wir eingefroren und kommen jetzt wieder und sind wieder direkt drin. Ich bin König Leon. Ich herrsche über Löwen und Tiere im Safarium. Dies ist unser Reich, fühl dich wie zu Hause. So,
Ich bewundere die Mutigen. Du bist hier sehr willkommen. Achso. Ja, haben wir schon mal gehört. So. Ich bin Liams Frau, die Mutter Liams. Ich habe eine große Bitte. Mein Sohn Liam absolviert in der Schlucht eine Mutprobe. Die langsamste Mutprobe der Welt. Nee, ich glaube nämlich, Nala ist die Freundin. Was ja im Prinzip auch alles ein bisschen schwierig ist, da wir ja wissen, ne, dass es ja alles ein Konglomerat an Tieren ist. Es ist auch schwierig mit Simba und Nala. Aber ich weiß gar nicht, hat die Mutter einen Namen? Sollten wir mal rausfinden. Finden wir zur nächsten Folge raus. So, können wir Liam zur Seite stehen und ihn retten? Ja, und das machen wir jetzt nämlich im absoluten Schnelldurchlauf, denn das wird, glaube ich, ungefähr die langsamste Aufgabe dieser Erde. So. Saven. Ja, ne? So. Sarabi. Stimmt! Gibt es da nicht die Szene, wo Scar doch den Felsen schon übernommen hat, Simba erwachsen ist, aber immer noch mit Timon und Pumba rumhängt? Und da gibt es doch dieses, wo das Essen aus ist, und dann hört man es, glaube ich, einmal ganz laut, dieses Sarabi! Und dann schaltest du durch die Gegend. Mensch, Saulinus, ich finde es gut, dass du so ein Wissen einfach so abrufen kannst, aus dem Nichts. Beeindruckend. So, was kann die Eule? Ja, das wissen wir. Und Abgang. Auch so geil, dass es in diesem Spiel einfach absolut keinen Fall-Damage gibt. So. Let's go. Was haben wir noch? 10 Minuten. Nee, Viertelstunde haben wir schon noch. Bisschen überziehen können wir heute. Junge, ich bin der stärkste Mensch, den es gibt. Danke für die Rettung. Ich dachte, ich sei am Ende. Schon gut. Du scheinst doch ziemlich jung zu sein. Ganz allein an so einem gefährlichen Ort. Hast du keine Angst? Alle Leben werden auf diese Art geprüft. Mein Vater sagt, das Leben ist sinnlos, wenn man es nicht schafft. Das klingt ganz schön hart. Du hast gerade erschienen, meine Aufgabe. Hier, ich habe dich aus deinem millionenjährigen Schlaf zurückgeholt. Geh. Gut, ich werde dich auf deinem Weg begleiten. Bereitet euch darauf vor, auf die langsamste Aufgabe dieser Erde. Lauf weg und komm nie mehr zurück. Das ist Scar. Was ist ein Scar? Sein Onkel. Der Affe ist sein Onkel? Hat eigentlich irgendeiner von euch schon diese, ich weiß nicht, ob man das Realverfilmung nennen soll, aber diese Realversion von König der Löwen geguckt? Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich da rantrauen will. Ja? Hey, Großer, du bist aber ziemlich lahm. Leg einen Zahn zu. Digga, ich wäre schon vor 5 Minuten hier gewesen. Ja, ich weiß halt nicht, ob es mir dann das Game kaputt macht. Das Game. Ja, CGI. Genau, CGI. Da bist du doch, du Kleiner. Hey, Großer, was ist denn los? Wir sollten dir aber beeilen, als er zu trödeln. Ja, du bist der so trödelt. Ich weiß halt nicht, ob es mir den Originalfilm damit kaputt macht. Da würde ich halt echt sagen, dass... keine Ahnung, König der Löwen ist einer, wenn nicht sogar der beste Disney-Film aller Zeiten. Da kann auch diese ganzen Märchengeschichten nicht ansatzweise mithalten. Schöne Story, gut geschriebene Charaktere, nicht zu viel Gesinge. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Ja, in dem Tempo, keine Ahnung, brauchst du aber ziemlich lange dafür. So.
Heide Motten da. Meinst du bei dem neuen oder also quasi haben die alten einfach nur aufgepimpt oder? Ah, Sackgasse. Huch, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. In dem neuen oder in dem alten, was meinst du? Komm gleich, sehen wir gleich. Let's go! Auf geht's, Leon! Ach, jetzt müssen wir glaube ich gleich eh entscheiden, ob wir nach unten oder nach rechts wollen. Auf jeden Fall ist rechts. Auf jeden Fall ein Weg vorhanden. Und nach unten, slash nach links. Ich glaube, dann geht er einfach nur hier hoch und dann haben wir die nächsten 2 Tage hier. Und hier kommen wir nicht durch. Also wollen wir rechts lang. Im Alten, ja, die waren halt einfach die Besten. Wir wollen rechts entlang. Hey, Großer, bist du beim Wasser? Ja, klar. Ja. Haben die denn im Neuen, das würde mich auch interessieren, haben die denn im Neuen die alten Songs einfach nur neu aufgesetzt oder haben sie auch wirklich neue Songs gemacht, die so im Alten nicht vorhanden waren? Wenn die da überhaupt so viel singen. I don't know. Oh, ups. Da habe ich den Live-Action auch nicht geguckt. Oh, Aladdin ist aber nämlich auch einer, der... Einer der geilsten Disney-Filme. Der Genie, hier Robin Williams, ist schon unfassbar stark. Meine Herren, jetzt hoch da. So. Nein! Oh, sag mir bitte, dass du oben gespeichert bist. Nein! Och, schnack nicht. Echt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, lass ihn bitte hinterm Labyrinth wieder rauskommen. Gott, ich krieg Plack auf der Hirnhautrinde, Alter. Muss ich jetzt ganz von vorne mit ihm anfangen? Ich werd wahnsinnig. Oh, das ist einfach die schlimmste Aufgabe in diesem ganzen Spiel. Ja, wir müssen umkehren. Weil ich eine Sekunde zu früh da durchgebrettert bin. Wo wir schon auf dem richtigen Weg waren. Lauf. Vielleicht gibt es da so eine Tastenkombination, damit er ein bisschen schneller geht. Los. Los, kleiner Löwe, auf. Na komm. Wir wollen weiter. Wir wollen Sieger sein. Die abends drauf, wir gehen nicht dick und dünn. Ja, richtig, Sänger. Ich weiß es, weil wir die schon mal komplett durchgegangen sind. Ja, und sonst so. Nächste Woche erstmal wieder das Gleiche. Und macht so viel Spaß. Original, wenn du eine Sekunde zu früh durch dieses Bild gelaufen bist. Das ist ja Wahnsinn. Oh, diese Aufgabe. Eine der wirklich wenigen Sachen, die ich an dem Spiel nicht vermisst habe. Meine Herren, ey. Hm.
Nun, was soll man sagen? Vor allem, ich meine, auch so cool die Endsequenz am Ende ist. Die braucht ja auch noch mal eine halbe Stunde. Und dann siehst du ja nicht mal was. Du hast ja im Prinzip nur die Kampfmusik. Ja, was soll ich sagen? Nächste Woche das Gleiche. Beziehungsweise, da müssen wir mal gucken. Da habe ich ja überlegt, mir so ein bisschen am Dienstag mit Speedrun Aladdin anzufangen. Gut, dass du es ansprichst. Das macht aber Spaß. So. Yes, endlich. Ja. Hollerö. Ja, ich werde dir zugucken, wie du kämpfst, um was zu lernen. Weil du auch im Normalfall mit einer Lanze kämpfst, Digga. So. Den Nixon-Tempel, ich finde den gar nicht so schlimm. Also ich, weil der vor allem so kurz ist. Bisher geht's ja, ich glaube, irgendwie 4 Bilder hoch oder so. Dann bist du ja schon da oben. So. Wow, das hat Spaß gemacht. Nee, diesmal nicht. Vor allem, wenn ich sag's, dass es dir Spaß gemacht hat, werde ich nicht durch diesen Bildschirm gehen. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist ja auch die legendäre Szene, wo Simba Scar herausfordert und sie erstmal in einem Lanzenkampf auf Nilpferden aufeinander zureiten. Wer kennt die berühmte Szene nicht? Oh, bitte, bitte. Ist das schon Ende? Ah, ne, jetzt ist erstmal noch das Wettrennen, ne? Und dann dürfen wir aber auch echt nicht mehr so weit entfernt sein. So. Kannst du auch an Wänden laufen. Oh nein. Ah. So. Ich hab verloren. Wallah. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, da hängen sie ja immer ab. Weil ich hätte schon wieder mit ihm reden müssen, dass er nichts alleine kann. So, hau rein, aber ich glaube, wir müssten gleich beim Ende sein. Ja. Boss Time! Was für eine Überraschung! Ich bekomme hier sehr selten. Das ist voll. Oh, oh yeah. Oh, Scheiße. Komm mal. Liam, du musst mir helfen. Und ein paar Songs singen für dich selber. Na komm. Ja, wahrscheinlich. Wie jeder Löwe ja zur Geburt quasi handverlesen mit dazu kriegt. Vielleicht ist das der Grund, warum sie so viele Elefanten angreifen. Irgendwo müssen die Dinger ja herkommen. Elfenbeinlanze kennt man ja aus vielen anderen Spielen. Meist von Löwen hergestellt oder von Affen. Who knows, who knows, who knows. So, dann singen wir mal ein paar Songs für Liam. Auf geht's. Ah, komm schon. Go einfach drauf. Warte, tut mir leid. Sich jetzt zur Prüfung zu stellen, erzeugt von großem Mut. Es war nicht fair, euch eure Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe mich zu bessern. Nimm dieses Geschenk als Beweis dafür.
Bruder, eine Brücke. Nice. Du Narr. Dann dachtest du wirklich, dass ich dich gehen lasse. Adieu. Nein. Ja, lustig. Ey, 2 Stunden haben wir es ja noch genau hingekriegt. Hey, Großer. So spielt das Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit. Ja, das ist ja wunderschön, nochmal eine Lektion fürs Leben zum Ende. Das ist ja wunderschön. Also, ich möchte sagen, ich bin sehr begeistert. Was hast du mit ihm gemacht? Dasselbe, was ich mit dir anstellen werde. Siehste, da wird man noch, das sind noch Spiele, Super Nintendo Spiele, da hat man noch was gelernt fürs Leben. Auch wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit. Und vielleicht sogar noch eher dabei, darauf reinzufallen. Mensch. Sache für ihn! Ich werde nicht verlieren! Nimm diesen Lanzenhieb! Ich glaub. Ja, wahrscheinlich eher die Tiger. Müssen wir mal ein bisschen abdrehen. Hey! Das ist aber kein gewöhnliches Löwenbaby, oder? Das ist Sir Lancelot. Längste Szene dieser Erde. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht lügen. Das schlummt mich. Oh, oh, oh. Oh, Liam ist eiskalt. Ich habe mich direkt benommen, glaub mir. Leg ihn um. Leg ihn um. 2 gehen rein. Eine kommt raus. Yo, Liam. Hey, Großer, du bist okay. Du hast den Dämon ganz alleine bezwungen? Cool, ich habe es geschafft. Allein, ich alleine habe den Dämon besiegt. Abgesehen natürlich davon, dass wir ihm mehrmals einen Stein in die Fresse geworfen haben. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Es scheint, als wurde Liam vor mir erwachsen. God damn. So, what is that? Hey, was ist das? Hatte der Dämon das bei sich? Welch ein prächtiger Stein, so rein und leuchtend. Bewahre ihn als Andenken an unser Abenteuer. Das werde ich. Ich betrachte ihn als Zeichen großen Mutes. Oh, er hat den Mondstein erhalten. Ob das auch wichtig wird für uns? Ich werde eine Möwe rufen. Einen Moment, ja? Ja, das wäre halt auf jeden Fall das glaubwürdigere Ende gewesen. Ich meine, wenn er hier Liam der Profi-mäßig da irgendwie ihn wegnagelt, kann er gleich mit dem Kopf wieder runterkommen. Dim, 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 bam. Ja. Fliegen wir ins Safarium zurück. Ja, aber nur nachts. So, haben wir es ja doch noch geschafft. Ein bisschen das Unangenehme abgearbeitet. Hier, guck mal, hier haben wir auch Willy. Wie ist er noch? Das Nashorn. Hä, waren nicht auch diese Special-Tiere hier noch? Nora, das Nashorn. Kramurks, die Schildkröte. Okay, Kurven müssen wir auch nichts. Ne, hier haben wir auch alles. So. Dann ist es, glaube ich, ein ziemlich guter Zeitpunkt, jetzt abzuspeichern, Flint ins Korn zu werfen. Yes. Ja, dann, was soll ich sagen? War
bin nicht so weit gekommen, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Obwohl, wir haben die Vögel befreit, wir haben die Tiere befreit, wir haben den Wind befreit. Wir haben Liam bei seiner Prüfung geholfen, ein paar Songs zu schreiben. Und ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war schön, dass ihr alle da wart, dass ihr auch so zahlreich dabei wart. Dass ihr so viel im Chat mitgemacht habt und mitdiskutiert habt. Ja. Und ja, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Nächsten Donnerstag gibt es dann wieder Snacks. Wir spielen Super Nintendo Klassiker, aktuell Terranigma. Am Dienstag muss ich noch gucken, da wie gesagt, wollte ich anfangen mit dem Speedrun-Training für Aladdin. Und ich freue mich. Nicht sprechen. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, euch das nächste Mal wiederzusehen. Vielleicht gibt es spontan am Wochenende nochmal ein Truck and Chill mit SnowRunner und mir. Das werde ich aber dann nochmal auf Instagram preisgeben. Der Capitano 2.0. Alles in einem Wort. Capitano mit C. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.